Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Hier mit dem Magier, später Beschwörer. Das ist so mein Level-Charakter und ich möchte gerne heute zeigen, wie ich farme. Ich habe leider meine Items nicht mehr, die habe ich gestern noch verkauft. Ich habe recht gute Sachen gefunden. Auf Low-Level findet man wenigstens noch etwas. Aber ich möchte jetzt zuerst mal Level 10 werden. Deshalb mache ich mit euch ein paar der guten Quests und gehen dann Beschi werden. So. Diese schwere Quest hier machen wir für das Reittier. Sodere. Und die Community will wahrscheinlich den Ra killen oder den Torik, oder wie er heißt. So. Haben wir das geschafft? Genau, das ist war für die EXP, das da vorne ist für die Reittiere, also fürs Reittier, das 7 Tage geht. So, dafür müssen wir, aha, okay, da müssen wir dorthin. Ich meine, immer dieses, dieser Stall ist dort vorne, Richtung zweite Stadt. Aber okay, da ist er. So. Tank tun wir hier hin. Panther hier hin. So, dele. Und jetzt müssen wir Quests annehmen, aber ich nehme ja wahrscheinlich nur in der zweiten Stadt, zum zweiten Dorf, die Quests an. Also, dann machen wir mal das. 12. Eben das hier. Da kann ich direkt drücken. So, Deli. Also mit diesem Charakter werde ich mal ein bisschen bei Level 30 herum ein bisschen die Goblin-Lehrlinge killen, weil die geben recht viel Loot. Später muss ich dann schauen. Eventuell wird der Baba dann viel stärker sein, also dass der Beschi nicht mehr genug Schaden macht. Aber ich denke nicht, also nun gut, ich habe sonst ja den Jäger noch. Mal schauen. Ja, wir gehen noch ein bisschen oben durch. Hier gibt es recht viel Magnaniten. Und sorry, dass heute noch nicht so viele Videos, also gar kein Video gekommen ist, weil ich war extrem krank. ja, sehr müde vor allem. Und ich habe ein bisschen Schnupfen. Aber ich habe vorher gut durchgeschnitzt, also ja, recht alles rausgenommen. Diese Schnuderi. Später kommen dann mehr Videos, also wahrscheinlich nur eine halbe Woche oder so ein bisschen auskurieren und dann kommen wieder mehr Videos. Jo, Regnum macht mir halt momentan auch nicht so ganz viel Spaß. Erstens, weil ich Floster nicht mehr so gerne möchte und zweitens einfach, weil es immer das Gleiche ist, oder? Und ich muss jetzt ein bisschen Motivation finden. Okay, hier war schon jemand. Dann gehen wir runter. Suchen halt keine Magneten. Aber das mache ich sowieso mit dem Barbaren. Und hier nichts Zeit vergeuden. So, Deli. Also wir müssen noch 3 Levels haben. Ich denke, wir schaffen das nicht in diesem Part, aber wir könnten noch einen zweiten Part machen und ja, dann ein bisschen farmen. Okay, also, ja, hier haben wir Quests, gut. Ich denke, das sind genug Quests schon mal. Der Magier-Trainer, können wir es trainieren. Ich habe hier mal ein bisschen auf Zauberstabbeherrschung gemacht. Später wird es wahrscheinlich wegen dem, ja, okay, schon ein paar gute Zauber, aber ja, es ist viel zu schwach sozusagen. Okay, Quest. So, noch eine Quest. Gut, da oben ist noch eine Quest. Da können wir gleich mal hier uns dran binden.
am Altar. So. Der Michael, Michael Mafia Prinz, okay. So, der nächste. Leider gibt es sehr wenig EXP. Hm. Nun gut. Mal ein bisschen Erz einsammeln. So. 5 müssen wir. Gut. Dann hier rein. Sodele und dann wieder zurück. Wohin? Ah, da rein. Okay. Sodele. Goblin-Lager. Oh, das ist die blöde Quest. Da müssen wir mehrmals ins Goblin-Lager. So. Zauberei hat er. Nein, der hat da nicht so gute Sterbe. Keine schnellen Sterbe. Hm. Ich brauche schnelle Sterbe. Also, wo gehen wir am besten jetzt hin? Schwarze Käfer töten. Und riesige schwarze Käfer. Hm. Okay. Müssen kurz warten. Jetzt. Später, wenn ich dann genug Mana-Passive habe, kann ich dann umskillen auf magisches Geschoss und so. Aber leider kommen die nicht so oft. So, jetzt müssen wir nach oben. Oh. Ja, wir laufen jetzt kurz nach oben. Oder wir machen die Quest jetzt kurz. Machst du nicht weg? Aha. So, ja. Der Effekt geht nicht weg, der hat mich ein bisschen irritiert. So, jetzt müssen wir, glaube ich, runter. Nein, noch nicht runter. Hm. Wir gehen zuerst nach oben, machen die Quest dort. Zuerst das Goblin-Lager am besten auskundschaften. Gut, einen Kurzbogen haben wir noch bekommen. Scheinbar vom schwarzen Käfer. Aber leider alles manchmal nur so plus 6 oder so in weiß. Grüne Items habe ich noch nie gefunden. Ich weiß nicht wieso. Bei Syrtis grüne Items eigentlich schon recht früh droppen. Und hier nicht. Das ist schon ein bisschen unbalanciert, sage ich mal. Zwischen den Reichen, aber hey, was kann man? Das Game ist ja recht, ja, nicht so gut entwickelt worden. Also, ja, die Zeit wurde halt nicht genommen und das sieht man schon ein bisschen an Unbalanciertheit, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil die grünen Items eher später dann die guten sind. Am Anfang haben die noch zu wenig gute Effekte. So, wir gehen jetzt mal kurz hier einmal ringsum. Kann ich noch ein bisschen reden. Vielleicht finden wir noch einen Magnoniten. Oh, schaut mal die Aussicht. Das sind so eine riesen guten Grafik. Das wäre episch. Wie bei Witcher. Witcher 3, da recht gute Grafik, aber es ist mir noch viel zu teuer. Ich werde es später dann mal ein bisschen zeigen oder so. Wenn es ein bisschen günstiger ist. Oder ich das Geld habe. Ja, ich bekomme ja bald das Geld. Dann kann ich mir ein paar Sachen gönnen. Und im Fußball geht es auch bergauf. Das freut mich riesig. Also, wie der Körper sich an Situationen anpassen kann, ist richtig geil. So, du kannst ein fauler Gamer, wie ich es war, wegen Krankheiten und so, okay. Aber kann ein, ja, nicht so beweglicher Mensch wie ich recht schnell
zu einem Sportler werden, der extrem schnell ist und so. Das freut mich eben also. Leider finden wir hier gar nichts. Mich freut es einfach, man hat dann wirklich wieder ein fast neues Leben, hat wieder Spaß daran und alles Mögliche und ja. Was? Hört doch mal auf, das Kackvieh zu hauen. Wir schaffen das eh nicht. Ja, ja, diese Pessimisten wieder. So. Intelligenz und Verfassung auf 36, okay. Ah, ich denke, das geht per Level ein bisschen nach oben, genau. Ich hatte, glaube ich, beides auf 30. Dann habe ich 6 bekommen auf Level 7, ja, das ist... Das ist gut. Hm. Ah, hier haben wir jetzt die Stäbe, die wir tragen können. Also das ist langsam, langsam. Das könnten wir dann ausrüsten. Hm. Okay. So, wir müssen hier zum Goblin-Lager kurz visitieren. Hallo. Und wieder weggehen, die sind nämlich aggressiv. Sonst schlagen sie mich aus dem Sattel. So. Wir gehen hinten durch. Und, riesiger, das sind große. Da muss ich schauen kurz, wo die sind. Aber ich denke, unten dort bei der Treppe. Ach komm schon, Weltkarte, spinnst du wieder. Ah, das sind riesige. Aber die sind gelb. Da ist nur einer. Hm. Da ist noch ein zweiter. Okay, hier könnte man... Wir machen das hier. So, hier sind keine mehr. Jetzt. Wir machen das jetzt immer so. Mit magisches, also arkanes Geschoss. Ja, so bekommen wir auch nicht zu viel Schaden. Ja, sind ja sowieso nicht stark. Gut. Eine Lederhose. Komm, lass dich anvisieren. Boom. So, wie viel müssen wir? 4. Wir haben, glaube ich, einen nicht, ja. So. Okay, dreimal getroffen, sehr schön. Sonst haben wir manchmal Trefferprobleme bei so hohen Monster. Okay, ist ja nicht hoch, aber ja. Zum guten Glück haben wir getroffen. Lederhose ist plus 2 Schrott. Ja, nun gut. Hm. Vielleicht hier drüben noch. Der Stab geht bald aus. Also der Buff. Feuerverherrlichung. Hm, da ist noch einer. 2 sogar. Okay. Arkanbeschleunigung und... Ach komm schon. Jetzt. Widerstehen. Ja, ja. Haben wir noch genug Mana? Ja. So. Also, das haben wir auch geschafft. Ab. Haben wir hier noch Magneten? Hm. So ein Spieler, der immer sich genervt hat, dass ich seine, also dass ich Magneten schon weggenommen habe, als er Magneten suchte, kam auf mich zu so. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, ich bin halt auch momentan einer, der für die Quest und so ein paar Magneten braucht und habe mich auch entschuldigt so. Dann hat er gesagt, okay, ist schon gut und so,
Ich dachte wirklich, du bist so einer, der nur auf fürs Verkaufen aus ist und so. Habe ich gesagt, nö, nö, und ich werde ja auch bald wieder aufhören, wenn ich 500 habe. Und ja, da haben wir noch ein bisschen geredet. Recht netter Typ. Jo. Es ist klar, also auf Syrtis, da findet man gar keine Magneten manchmal. Und ja, das ist auch ein Grund, wieso ich hier bei Ignis das Let's Play gestartet habe. Auch weil ich ja hier noch nie das Let's Play gemacht habe. Okay, ein bisschen angefangen. Aber da war ja die Motivation damals schon ein bisschen weiter weg. So lange Rechnung spielen, das schafft wahrscheinlich niemand. Und ja. Aber eben, wenn jetzt ein paar Leute kommen mit mir ein bisschen zusammen Let's Playen oder so, ich werde weitermachen so, aber wenn ich dann immer alleine bin und jetzt sogar nur noch, also ganz alleine bin, nicht mehr mit Floster oder mit anderen zusammen bin, ja, wie soll ich sagen, möchte ich halt auch nicht so gerne aufnehmen, weil das Spiel ist schon extrem auf Community aufgebaut und zum alleine Let's Playen, nein, danke. Und ich gebe euch viele Möglichkeiten und ja, einfach auf mich zukommen. Ich beiße nicht, ich bin ein ganzer Lieber. Jo. So, Turm des Magiers müssen wir rein, okay. Okay, das ist diese Quest. Ich finde die fliegenden, die schwebenden Steine hier so toll. So, haben wir nochmals ein bisschen EXP bekommen. Müssen wir jetzt nach oben, ja. Oh, falsche Richtung. So, also, wir müssen nach oben. Da, okay. Irgendwie ganz kompliziert nach oben. Sodele. Eine donnernde Stimme. Ja. Und weiter. Wie das jetzt gerade nicht durchlesen soll, Leute. Ich werde sicher noch ein paar Charakter anfangen. Ich habe ja noch Geld, um ein paar Slots zu kaufen und so, aber erst wenn eben ein paar wollen und eben wenn genug wollen, kann ich eben einen neuen Charakter anfangen und dann mit euch hochleveln. Dann habt ihr es auch sehr leicht. Ja. Also es wird toll, also ich gebe nicht auf, auch wenn wenig Aufrufe sind und so weiter. Irgendwann gibt es immer wieder ein paar Fans, die halt nur zuschauen wollen oder so. Das kann ich durchaus verstehen. Ein paar sind ja schon da, die recht gut helfen. Dankeschön dafür. Und jo, für die anderen, also eben. Es ist halt bei mir ein bisschen schwer, weil ich wenig Werbung mache, wenig. Ja, wie soll ich sagen? Ja, von mir hat auch ein bisschen wenig kommt, weil ich sehr wenig Zeit habe. Deshalb, ja, soll ich sagen, geht es bei mir halt ein bisschen schleppend nach oben. Aber eben, Dankeschön, dass es wieder fünf neue, sechs neue gibt. Vielen, vielen Dank. In einem Tag sechs neue, das ist wunderbar. Das zeigt, dass ich schon langsam etwas in mir habe im Let's Playen. Abenteuer. Gut. Und dass ich schon eine Community an mich habe, das ist richtig toll, toll. Ja, was jetzt einfach noch gemacht werden ist, dass ein bisschen ihr auch die Parts ein bisschen weiter schaut, das nur irgendwie 3-4 Minuten. Und dass ich halt noch ein bisschen motivierter werde, oder ja, vielleicht auch ihr schon ein bisschen beginnt, paar Kommentare zu schreiben oder irgendwie Feedback zu geben oder so, dann sehen die anderen auch, ah ja, der Let's Player hat das in sich und jo, vielleicht geht es dann noch bergauf, also noch weiter bergauf. So, dele. Also, das haben wir auch geschafft, wir sind Level 8, wir könnten kurz zum Magier schauen wir mal, was wir skillen können. Nun gut. Nein, das nicht. Arkanes Geschoss. Machen wir hier Käferschwarm noch rein. So. Käferschwarm ist hier, ja. Das ist erst später dazu gekommen.
Dann mache ich das mal so. Gut, dann haben wir auch einen Stun sozusagen. Ja, weil er nicht angreifen kann, also nur Angriff. Gut, dann müssen wir hier noch hin. Ah nein, zuerst hier, genau. So. Haben wir das auch. Und jetzt müssen wir hier zur Schmiede. Na, die Quest habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Schon jetzt 10, 20 Tage, irgendwie so. Ja, ich sage 10 Tage. Nicht mehr gemacht. 2 Wochen. Bei Regemon habe ich einfach so das Gefühl, die Zeiten gehen nicht so schnell durch und dann plötzlich ist die Zeit schon ewig her. Ach bitte, NGD entwickelt ein bisschen Regnum weiter zu einem sehr guten Spiel. Und ich werde der glücklichste Mensch im Gaming. So, jetzt müssen wir wieder nach oben. Wohin? Enthüllung von Käferpanzer. Von welchen Käfer? Ah, das sind die. Okay, dann gehen wir zuerst nach oben, ja. Dann gehen wir zuerst nach oben. Also dann können wir im nächsten Part dann halt Beschwörer werden. Und ja, da kann ich auch zeigen, dass der Beschwörer recht gut im Farmen ist. Weil er halt unbegrenzt einfach auf Monster reinkloppen kann. Später wird dann wahrscheinlich so sein, dass der Magier einfach, also der Beschwörer, zu wenig Damage macht. Das ist noch Ding, weil der Barbar in 2 Hits die Gegner down macht und Beschwörer nicht mehr. Aber eben, wenn man dann gute Items hat, dann ist der Beschwörer natürlich auch leicht. Und der Beschwörer ist immer willkommen bei Regnum, weil er ja der Heiler ist. So. Dann gehen wir wieder zurück. Egal wie wie schlecht ihr Regnum findet auf den ersten Blick oder so, Regnum hat ein richtig gutes Potenzial. Das halt einfach von den wenigsten direkt so gefunden wird. Man muss sich halt gewöhnen an dieses lahme Zeug, aber dann wird es richtig cool und ja, ich finde jetzt zum Beispiel sogar das ein bisschen spannend, also spannend nicht, aber ein bisschen, dass ich ein bisschen Spaß daran habe. Aber eben, es ist klar, dass es halt nicht ein World of Warcraft ist. Und deshalb nicht gerade sehr verwöhnte kleine Knaben oder Mädchen anlockt. Alte Skelettschädel von altem Skelett. Ist das nicht ein bisschen zu hoch? Oh, schaut mal, was da ist. Ah, das ist aber schön. Doch, die sind gelb. Nun gut. Aber immer noch nur ein Face. Komm schon. So. Käferschwamm. Und die hauen ab. Oh, schaut mal, der Schaden. Einen. Wo haben wir den nächsten? Da. Und boom. Sehr schön, viel Schaden gemacht. Ja. Noch einen, komm. So, oder? Ah, ein Stab der Schatten. Das ist Eis, okay. Du hast nicht genügend Mana, du bist blöd.
Dann halt das. So. Noch einen, komm. Bisschen buffen hier. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Ist das nicht für eine Quest? Nein. Hm. Ist nicht genug Mana. Okay, ah nein, ist nicht unfair. Nicht den Anführer, Drago. So. Boom. So haben wir das auch, oder? Ja. Stab des Schatten 2. Was ist jetzt besser? Plus 4. Leerer Sockel. Naja, tun wir lieber den mit weniger Trefferchance und leerer Sockel raus. Was haben wir hier für ein Damage? 10 bis 15. Rüstung 0. Hm. Langsam. Nehmen wir den. Sodele. Gut. Ja, dann beende ich diesen Part, den ersten vom Beschwörer. Und wir sehen uns dann im zweiten Part. Oder dem 24. Nein, nicht so. Weiß es jetzt nicht genau. Nein, 16, 17, 18. Der Part, glaube ich. Wieder. Wenn wir dann Beschwörer werden. Und danach ein bisschen besser gegen die Monster kämpfen. Ja, danke schön. Schauen. Tschüss.